Okay, Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge von Minecraft Hardcore Staffel 6 und ja, heute gibt es wieder ein weiteres kleines Thema und hoffentlich auch mal Musik. Ah ja, yeah, jetzt läuft's ja. Das eine Lied ist halt immer so leise, dass man das nicht hört, ey. Das ja, regt mich auf. Heute bin ich auf jeden Fall wieder nicht so müde wie die letzten Folgen, ne? Da war ich ja sehr fertig. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber ja, ich hatte halt schlecht geschlafen, weil ich die ganze Zeit irgendwie aufgewacht bin. Keine Ahnung warum, war heute auch wieder so, aber heute konnte ich länger schlafen. Also, da habe ich einfach mal, bin ich einfach mal eher ins Bett, weil ich wusste, dass es vielleicht wieder so ist, ne? Ich weiß auch nicht, irgendwie in letzter Zeit werde ich immer so wach und lieg dann so sinnlos rum und muss mich immer erst rumdrehen, dass ich wieder einschlafe. Es ist ganz merkwürdig, ne? Und naja, keine Ahnung, warum das wieder so ist in letzter Zeit, weil ja, mich nervt es halt einfach nur. Ne, wenn man dann die ganze Zeit müde ist und so wegen so einem Scheiß, ja, muss nicht sein. Und naja, jedenfalls, was gibt's noch so zu sagen? Was machen wir jetzt überhaupt in Hardcore? Ich könnte ja jetzt nochmal hochgehen an die Oberfläche und da noch ein bisschen farmen. Oder auch hier unten noch ein bisschen bleiben, ne? Und hier halt farmen, ne? Die Frage ist nur, was ist besser? Habe ich Dias? Zwei Stück, ja, ich denke mal, hier unten wäre ganz sinnvoll zu bleiben, weil da könnte ich noch Dias mir holen, weitere. Und deswegen mache ich mir nochmal ein paar Spitzhacken oder so. Und da kann ich direkt mal hier loslegen, ne? Das wäre eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und ja, dann habe ich natürlich auch wieder ein paar Themen für euch für heute ausgepackt. Und ich würde sagen, die sprechen wir dann mal alle an. Und ja, ich mache dann hier einfach so Abzweigungsgänge quasi, ne? Dass man dann einfach hier sich überall rumgraben kann in der ganzen Welt, ne? Ja, auf jeden Fall, worum soll es gehen? Ich bin so ein bisschen auf das Thema Minecraft Orbit gestoßen. Das hatte ich mir damals auch aufgeschrieben. Das war ja von 2016 so ein Roleplay-Projekt, ne? Damals waren ja Roleplay-Projekte noch gar nicht so groß. Da hat das so angefangen auf YouTube, solche Minecraft-Roleplay-Sachen halt. Und ja, da haben halt Revi und G-Time so ein bisschen versucht, das Ganze aufzuziehen. Das hat aber den Zuschauern irgendwie gar nicht so gut gefallen. Und ja, die wollten das aber immer noch weiterführen dann, weil sie da eigentlich übelst Bock drauf hatten. Aber es war halt sehr aufwendig zu produzieren. Und ja, haben sie dann irgendwie nie gemacht. Generell, die ganzen Projekte, die Gamerstime machen wollte, hat er nie so richtig dann gemacht, ne? Er hat zwar dann immer bei den Projekten wie Craft Attack und so mitgemacht, aber dann, als er eben damit aufgehört hat, durch sein oder nach seinem Statement-Video, da hat er dann einfach nur noch, ja, gar nichts mehr mit Minecraft gemacht irgendwie. Finde ich sehr schade, weil ich dachte eigentlich, dass er das auch durchzieht, was er so geplant hat. Er wollte ein bisschen was mit Zander machen, so Singleplayer-Projekte oder halt zu zweit so Projekte. Und er wollte auch bei kleineren YouTubern-Projekten noch mitmachen, so, ne? Er hat also das nicht ausgeschlossen, dass es das, ja, irgendwann wieder geben wird. Aber, ja, er wollte halt nicht bei solchen, ja, Sachen mit, wie Craft Attack mitmachen. Ich weiß gar nicht mehr, warum genau. Ich glaube einfach wegen der Gruppe oder so. Das hat ihm nicht mehr gepasst. Oder weil er sich nicht mehr in dem Hype hochziehen wollte. Also er wollte nur noch so kleinere Sachen machen und eben seinen Kanal durch seine Person eher aufbauen und nicht durch so einen Hype, ne? Und ja, kann ich auch ein Stück weit verstehen, aber dass er dann eben so schnell dann doch alles cancelt, das verstehe ich nicht, ne? Er hat gesagt, er wird noch Minecraft machen und dann macht das gar nicht mehr. So, und ja, das ist halt einfach nur absolut merkwürdig, ne? Und die ganzen Projekte, die er noch vorhatte, die sind jetzt eben Geschichte. Und er hat auch neulich so ein Video gemacht, beziehungsweise es ist jetzt eigentlich schon wieder ein bisschen her. Aber seitdem hat er kein einziges Video mehr hochgeladen, zumindest zum Zeitpunkt der jetzigen Aufnahme. Da hat er auf jeden Fall so ein bisschen gesagt, so bekommt man Klicks auf YouTube, ne? Und da hat er erklärt, ja, ich könnte Klicks haben, wenn ich wollte, aber ich will es nicht, weil ich eben meinen Kanal, ja, aufbauen will durch ein gesundes Wachstum oder durch ein, durch meine Person und nicht durch irgendeinen Hype. Und ja, ist das sicherlich auch verständlich, aber dennoch frage ich mich halt, was mit den Projekten ist, ne? Ja, habe ich ihm dann auch in einem Kommentar geschrieben und oh, guck mal, nice, ein paar Dias haben wir da, soll ich dann Screenshot machen? Ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt, ne? Aber naja, könnte ich halt mal probieren. Jedenfalls Gamerstime, was soll man noch zu ihm sagen? Naja, ich hoffe mal, dass er irgendwann mal wieder Videos bringt, ne, die auch für mich ansprechend sind. Weil die ganzen Videos der letzten 5 Monate oder so, die waren einfach nur absolut,
überhaupt nicht meins, ne? Da habe ich kein einziges gesehen, weil das waren alles Spiele, mit denen ich absolut nichts anfangen kann. Ja. Und wenn er auch mal so eine Runde Fortnite bringt, ich weiß nicht, es ist auch nicht so krass jetzt, sag ich mal. Gucke ich ja auch nicht so gerne. Ja, also es wäre mal wieder schön, wenn er halt mal wieder irgendein Game bringt, was Bock macht. Vielleicht auch Landwirtschaftssimulator, das hatte ich mal ganz chillig gefunden. Die Themenfolgen immer. Weißt du, so Themenfolgen finde ich sowieso immer am besten. Und das finde ich auch schade, dass da so viele YouTuber kaum noch welche machen. Obwohl, wenn ihr ein paar Themenfolgen sehen wollt, dann könnt ihr ja mal Redstone Zoo gucken von Spark of Phoenix und The Joecraft. Die sprechen immer Themen an, ist mir aufgefallen. Finde ich ganz cool eigentlich. Also, das ist mal wieder so ein ganz klassisches Themenformat, das Projekt. Und ja, das kann man schon mal machen. Ja, hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, aber die bauen halt so ihren Zoo und sprechen dann immer nebenbei über irgendwas. Und das ist schon eine ganz coole Sache eigentlich. Und ja, ist auf jeden Fall nice, dass es sowas heute noch gibt, weil, wie gesagt, die meisten Projekte, die basieren halt nicht mehr auf Themen so. Also nicht so, wie ich es mache halt. Und ja, das ist schon eine blöde Entwicklung irgendwie, finde ich. Naja, könnte schon besser sein. Und ich wundere mich gerade schon die ganze Zeit, warum habe ich solche, so viele FPS? Bisher hatte ich immer so relativ wenig, ne, so normal, dachte ich. Oder nicht normal, keine Ahnung. Und jetzt habe ich auf einmal so viele, ne? Also kein Plan warum. Wundert mich ein bisschen. Naja, ich werde übrigens dann ab nächste Woche auch immer 2 Folgen am Tag aufnehmen von Hardcore. Das heißt, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ihr da einen Unterschied merken werdet. Vielleicht. Ich wollte es nur mal gesagt haben, damit ihr Bescheid wisst, ne? Und das schon mal so im Kopf habt. Heute ist dann halt Donnerstag, morgen ist Freitag. Dann nehme ich dann noch mal eine Folge auf und dann am Montag halt wieder 2, ne? Ich denke mal, das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Da schaffe ich dann noch ein paar mehr Videos vorzuproduzieren, weil ja, für Hardcore habe ich theoretisch Zeit, ne? Da muss ich ja nichts vorbereiten. Das finde ich ganz gut. Und Map Changer in der Regel muss ich auch nichts vorbereiten. Also hoffentlich, ne? Ja, ich muss halt mich einfach mal besser konzentrieren in den Folgen, weil das Ding ist halt, manchmal konzentriere ich mich immer aufs Thema oder so und dann schaffe ich nichts in Map Changer, ne? Und dann muss ich immer alles offscreen machen und theoretisch könnte man das aber auch locker in der Folge schaffen. Und das versuche ich dann eben mal hinzukriegen, ne? Also, dass ich da so ein bisschen meine Strategien ändere. Und ja, wäre schon ganz klug. Jetzt haben wir auf jeden Fall 6 Dias, das heißt, ich kann mir eine Diamantspitzhacke machen und vielleicht Obsidian abbauen oder so, um dann in den Nether zu kommen, obwohl wir das. Ja, braucht man das überhaupt? Ja, ich könnte verzaubern, ne? Das wäre vielleicht noch sinnvoll. Weil ich will ja diese Prismarinen-Shards haben. Das war ja mein Ziel. Und ja, da kann ich ja mal ein bisschen drum kämpfen, ne? So, ich würde sagen, naja, ich sortiere mal ein bisschen die Kisten. Und zwar kommen mal hier Sandstein, na gut. Das kann hier rein, aber sowas hier, das kann mal raus, ne? Zack, zack. Okay. Ja, ist halt blöd, dass es nicht eine Kiste ist, ne? Okay. Seetang haben wir auch noch dabei. Naja, ich hole mir mal einfach irgendwo Obsidian. Ich hoffe mal, ich finde welches. Und ja, mal schauen. So. Ich glaube, noch ein Thema lohnt sich jetzt nicht anzusprechen. Ich hatte erst überlegt, noch eins zu nehmen, aber das hebe ich mir dann lieber auf für die nächste Folge, ne? Da habe ich dann noch ein paar. Das wäre eigentlich ganz gut. Und ja, ich glaube, da hinten war so ein See mit Obsidian, ne? Soweit ich mich erinnern kann. Ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht mit den Minecraft-Projekten auf YouTube, ne? Ich habe ja schon vor einer geraumen Zeit mal über Minecraft Aqua geredet, in einem Tiny Craft Attack Video. Da werde ich wahrscheinlich dann in einem weiteren Tiny Video nochmal auch über. Ach lol. Über das Ende von Aqua und das nächste Projekt oder so geredet haben, ne? Ja, ich denke mal, so wollte ich das auf jeden Fall machen. Und ja, mal sehen. Ich finde eigentlich das eine ganz gute Idee mit Aqua und so, muss ich sagen. Also ich hoffe mal, dass es da mehr Projekte von geben wird, von der Sorte. Aber keine Ahnung, ne? Müssen wir halt schauen. Aber das war eigentlich ganz chillig. So, aber gut. Ach, das ist alles fließendes Wasser. Ja, ich dachte, das ist alles nicht fließend. Naja, keine Ahnung. Sieht man halt nicht direkt. Aber hier können wir auf jeden Fall mal jetzt drüber was kippen. Und ja, dann hole ich mir nochmal ein bisschen Gold. Dann kann ich mir vielleicht einen Goldapfel machen. Jetzt habe ich auch wieder 30 FPS. Jetzt wieder 60. Ja, ist immer komisch, ne?
Wie gesagt, naja, kein Plan. So, ich würde sagen, ich mache mal hier irgendwie so einen Wasserstrom hin. Und dann können wir hier das einfach mal abbauen, so nach und nach, ne? In den nächsten Folgen oder in der nächsten Folge am Anfang. Und ja, mal schauen, ne? Wie das so wird. Eisbucket Challenge, sehr schön. Direkt mal wieder ein Achievement geholt. Und naja, so. Dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt auf die nächste Zeit. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und das wär's an dieser Stelle gewesen von dem Video. Tschüss.